Erlauben Sie uns, Ihnen quantitative Imaging-Zytometrie vorzustellen, ermöglicht durch CompuSites patentierte Laserscanning-Zytometrie-Technologie. In den folgenden Minuten erklären wir einige Hauptstärken dieser Technologie. Wir vergleichen Laserscanning-Zytometrie mit anderen Technologien wie Durchflusszytometrie und Kamera- und konfokales Imaging. Dann geben wir einige Beispiele, wie diese Technologie für Zell- und Gewebeforschung angewendet werden kann. Lassen Sie uns damit anfangen, die Haupteigenschaften der iGeneration-Zytometer von CompuSite zu betrachten. Die iGeneration-Systeme benutzen mehrere Laser, die bis zu drei unterschiedliche Anregungswellenlängen für fluorophormarkierte Proben erzeugen. Das Laserlicht trifft durch einen optischen Pfad auf einen oszillierenden Spiegel. Dieser Spiegel erzeugt eine Scanlinie, die über die Probe bewegt wird. Fluoreszenzlicht von der Probe wird gesammelt und in bis zu vier Photomultiplier-Detektoren geleitet, welche jeweils einen separaten Spektralbereich messen. Die iGeneration-Systeme messen auch den Laserscatter für Hellfeldbilder. Diese Bilder ähneln Nomaskis differenziellen Interferenzkontrast. Außerdem messen die iGeneration-Systeme Laserlichtabsorption für quantitative Messungen der optischen Dichte. Die Scatter- und Absorptionsbilder können mit den Fluoreszenzbildern kombiniert werden, um ein reichhaltiges und detailliertes Bild der Probe zu erstellen. Autofokus und automatischer Objektisch ermöglichen einen Walk-Away-Betrieb in Abwesenheit des Untersuchers. Die Hauptstärken der Laserscanning-Zytometrie liegen in ihrer Fähigkeit, das Gesamtsignal zu quantifizieren und diese Quantifikation mit Imaging zu verbinden, sowie in der Flexibilität, die sie in vielen Bereichen bietet. Lassen Sie uns zuerst die Gesamtsignalquantifikation ansehen und wie sich diese auf die Fluoreszenz- und Absorptionsmessungen sowie auf generelle Zellanalysen bezieht. Gesamtsignalquantifikation der Fluoreszenz wird durch die verhältnismäßig große Schärfentiefe der Laserscanning-Technologie erreicht. Konfokales Imaging benutzt absichtlich eine sehr geringe Schärfentiefe, um optische Schnittebenen in der Z-Achse zu ermöglichen. Standardfluoreszenzmikroskopie hat ebenfalls nur eine verhältnismäßig geringe Schärfentiefe, besonders wenn sehr starke Objektive benutzt werden. Laserscanning-Technologie andererseits erzielt eine große Schärfentiefe, durch welche Fluoreszenzlicht von der gesamten Probe in der Z-Achse gemessen wird und nicht nur von einem flachen Schnitt. Subzelluläre Lokalisation oder Kompartimentierung bietet Informationen über die Position der markierten Eigenschaften in der Zelle. Häufig wird der Kern benutzt, um eine Zelle zu finden, und weitere Komponenten können dann innerhalb oder außerhalb des Zellkernes analysiert werden. Für Gewebe können zelluläre und nichtzelluläre Parameter analysiert werden. Lassen Sie uns jetzt untersuchen, wie diese Quantifikationen mit Imaging kombiniert werden können. Laserscatter Imaging erlaubt Hellfeldbilder mit zellulärer und geweblicher Morphologie. Da Fluoreszenz- und Absorptionsdaten gleichzeitig mit Scatterdaten erfasst werden, können diese kombiniert werden, um reichhaltige, detaillierte Bilder zu erzeugen. Unsere Technologie erlaubt die Definition von unbegrenzt vielen sogenannten virtuellen Kanälen, die Fluoreszenz- und Absorptionsdaten kombinieren. Absorption- und Scattersignale erlauben eine Segmentierung unabhängig von Fluoreszenzsignalen. Die Flexibilität der iGeneration-Systeme zeigt sich in der Vielzahl der Probentypen, die analysiert werden können, der Vielzahl der Trägertypen, die verwendet werden können, und die Vielzahl der Module und Techniken, die für die Protokollentwicklung vorhanden sind. Die iGeneration-Systeme erlauben Mikrotiterplatten mit 6 bis 384 Wells, Standard-Mikroskop-Objektträger einzeln oder in vier Reihen, Kammerobjektträger und Petrischalen. Benutzerdefinierbare Einstellungen ermöglichen jeden Trägertyp von der Größe einer Mikrotiterplatte. Die iGeneration-Systeme können eine Vielzahl von Probentypen analysieren. Adhärente Zellen, Zellsuspensionen, Feinnadelaspirate, Gewebeabdrücke, intaktes Gewebe,
Gewebe-Mikroarrays und sogar vollständige Organismen. Das Eye Generation Analyse-Protokoll wird aus Modulen zusammengestellt, die in intuitiver, grafischer Weise geordnet werden können. Parameter für ein gewähltes Modul können in einem Programmfenster angezeigt und eingestellt werden. Eine Anzahl von Protokollvorlagen stehen als Ausgangspunkte für viele Analysen zur Verfügung. Bevor wir Anwendungsbeispiele besprechen, wollen wir Laserscanning-Zytometrie noch kurz mit anderen zytometrischen Techniken wie Durchflusszytometrie, Kamera und konfokalem Imaging vergleichen. Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die ergänzenden Technologien von LSC und Durchflusszytometrie werfen. Durchflusszytometrie funktioniert ausschließlich mit Zellen in Suspension, bietet hohen Durchsatz und die Analyse von großen Volumina mit vielen simultanen Fluoreszenzkanälen. Zellen können physikalisch sortiert werden, aber es gibt keine Möglichkeit, Einzelzellen ein zweites Mal zu analysieren. Visualisationsmöglichkeiten für die Durchflusssysteme sind in der Entwicklung. LSC bietet quantitative Analyse mit subzellulärer Lokalisation sowie Charakterisierung von Zellen in Gewebestrukturen. LSC bietet Multi-Zeitpunkt-Analyse und die Fähigkeit, vielseitige Probenarten zu analysieren, mit Visualisation und vollständiger Mikroskopfunktion. Kamera-Imaging benutzt normalerweise Bogenlampen für Breitspektrumanregung. Filterräder erlauben die sequentielle Erfassung von mehreren Emissionsfarben. LSC bietet ausgezeichnete Quantifikation aufgrund der großen Schärfentiefe und mehreren simultanen Datenerfassungskanälen, einschließlich Scatter und Absorption. Scatter und Absorption erlauben eine Segmentierung ohne Fluoreszenz und die Kombination von Fluoreszenzbildern mit Morphologie. Stabile Laseranregung und Photomultiplier-Detektoren liefern eine hohe Empfindlichkeit und dynamische Breite. Konfokales Imaging bietet qualitative Bildanalyse und signalunabhängige quantitative Analyse. Die schnelle Datenerfassungsrate ermöglicht kinetische Analysen. Konfokales Imaging bietet Bilder in hoher räumlicher Auflösung und Z-Schnittebenen aufgrund der geringen Schärfentiefe. Diese Schnittbilder können dreidimensional gestapelt werden. Die große Schärfentiefe des LSC bietet quantitative Signalanalyse von Geweben, Gewebe-Mikroarrays und anderen dicken Proben sowie von Zellen. Große Bereiche können mit hoher Empfindlichkeit erfasst werden. Lassen Sie uns nun einige Anwendungsbeispiele der Laserscanning-Zytometrie ansehen. Wir werden die folgenden Anwendungen besprechen: direkte Messung der Zellzyklusphasen, Multiplex-Analyse durch Kombination anderer Assays mit Zellzyklusphasen, Quantifikation von Antigen-Expressionsmustern und Immunophänotypisierung. Viele dieser Experimente können an lebenden Zellen, Gewebe und auch an fixierten Zellen durchgeführt werden. Viele Anwendungen der Laserscanning-Zytometrie benutzen die Möglichkeit, Zellzyklusphasen durch direkte Messung von DNA-Gehalt und Chromatinkondensation zu identifizieren. Die Quantifikation der Zellzyklusinformation kann in Histogrammen für den DNA-Gehalt dargestellt werden. Diese zeigen Zellpopulationen in den Sub-G1, G1, G2 und S-Phasen. Numerische Informationen werden gespeichert und können dann der iBrowser-Software oder anderen Analyseprogrammen zugeführt werden. Bilder von spezifischen Zellen in gegebenen Populationen können erfasst und angezeigt werden, sodass die Morphologie mit den quantitativen Daten verbunden werden kann. Diese exakte Quantifikation wird durch die große Schärfentiefe der LSC-Technologie ermöglicht. Konfokales Imaging erfasst absichtlich nur sehr flache optische Schnitte. Um quantitative Daten zu erhalten, müssten mehrere Bilder in der Z-Achse addiert werden, ein zeitraubender Prozess. Adhärente Zellen in Mitose werden gewöhnlich runder. Diese Illustration zeigt, dass konfokales Imaging
nur einen Teil der Fluoreszenz von mitotischen Zellen erfasst. LSC dagegen erfasst die mitotische Zelle in ganzer Tiefe. Da ein LSC-System Fluoreszenz in der gesamten Tiefe der Probe erfasst, ist es in der Lage, Expressionsniveaus in einem einzigen Lauf zu erfassen, und das mit der Präzision eines Durchflusszytometers. Eye Generation Analyse erlaubt den automatischen Vergleich von Proben. In diesem Beispiel sind Zellen in einer Mikrotiterplatte mit zunehmenden Mengen von Kolchizin behandelt worden. Die Substanz Kolchizin ist dafür bekannt, Zellen in der Mitose festzuhalten. Durch Darstellung von DNA-Histogrammen kann der zunehmende Prozentsatz der G2-Zellen leicht erkannt werden. Durch Vergleich von behandelten Zellen zu Kontrollzellen kann die Substanzwirkung in abwärtsreichenden Kurven eingeschätzt werden. Indem man eine einzelne Färbung für die direkte Messung des Zellzyklus verwendet, können andere Färbungen für zusätzliche quantitative Ermittlungen benutzt werden. In diesem Beispiel wurden CHO-Zellen mit Camptothecin behandelt und mit einem Marker für phosphoryliertes Histon H2AX gefärbt. H2AX ist ein Indikator für doppelte Faserbrüche in der DNA. Zellzyklusphase und Faserbrüche können in Beziehung zueinander und als Funktion der Camptothecin-Konzentration dargestellt werden. Umfangreichere Multiplex-Analysen sind möglich. In diesem Beispiel wurden Urquhart-Zellen mit einem Panel von experimentellen Substanzen behandelt. Höchst 33342 wird verwendet, um den DNA-Gehalt zu messen, MitoShift für das mitochondriale Membranpotenzial, YoPro für die Plasmamembranintegrität und Propidium-Iodid für die Kernmembranintegrität. Mit der iBrowser-Software werden Repräsentativbilder für jeden Well angezeigt, um den Effekt der Substanzen sichtbar zu machen. Interessanterweise behindern einige der Substanzen C, E und CPT die Fähigkeit, homotypische Adhäsionen zu bilden. Dies kann man an der Zahl der freien Zellen im Vergleich zu den Zellhaufen sehen. Eine bedeutende Zunahme der Permeabilität der Plasmamembrane ist ein Zeichen von Apoptosis. YoPro verändert die Farbe je nach Intensität, von grün zu rot zu magenta. Insbesondere zeigen die Substanzen C und E starke dosierungsabhängige Effekte. Die Histogramme zeigen Effekte der unterschiedlichen Konzentrationen auf den Zellzyklus. Die Kolmogorov-Smirnov-Analyse in der iBrowser-Software zeigt Differenzen im DNA-Gehalt als Folge eines Testpanels verschiedener Substanzen. Beachten Sie, dass einige der Substanzen nach oben weisende Spitzen verursachen, während andere abwärts weisende Spitzen verursachen. Die Eye-Generation-Systeme liefern spezielle Module für die Analyse von Geweben und Gewebemikroarrays. Ein Grobscan mit geringer Auflösung erfasst große Gewebebereiche. Interessante Regionen werden dann nach einem zuvor definierten Protokoll untersucht. Protokolle für Scans mit hoher Auflösung messen gezielte Proteinexpressionsmuster innerhalb dieser Regionen. Wie bereits erwähnt, können Eye-Generation-Systeme quantitative Daten sowohl von fluorophor-basierten als auch chromatischen Färbungen erfassen. Dieses Beispiel zeigt serielle Schnitte eines Mauslymphknotens. Der erste Schnitt ist mit CD4 Alexa 488 und CD25 Alexa 563 gefärbt. Der zweite mit Hämatoxylin-Eosin. Die blauen Rechtecke im Hämatoxylin-Eosin-Bild sind automatisch gesetzte Regionen für Scans mit hoher Auflösung. Quantitative Daten werden von den gezeigten Regionen in hoher Auflösung erzeugt. Die blaue Kolorierung zeigt Hämatoxylin-Färbung. Die grüne, orange und rote Kolorierung sind eine Kombination von Autofluoreszenz und Eosinfluoreszenz.
Absorptionsquantifikation ist korrigiert mit Hilfe des Autofluoreszenzsignals. Eine andere Anwendung der automatisierten Gewebeanalyse liegt in der Histopathologie, sowohl für die pharmazeutische Entwicklung als auch in der klinischen Forschung. Die Korrelation zwischen LSC-Analyse und der pathologischen Auswertung wurde in einer Studie demonstriert. Das College of American Pathologists stellte HER2 neu gefärbte Brustgewebereihen bereit. Die automatisierte Analyse zeigte bezüglich der Fischprobenkopienzahl des HER2-Neugens eine gute Korrelation mit den CAP-Daten. Während eines Workshops am CBR Institute for Biomedical Research an der Harvard Medical School sprach Dr. David Hedley vom Princess Margaret Hospital in Toronto über die Überwachung der molekularen Krebstherapeutik mittels fluoreszenzbasierter Imaging-Technologie. Lassen Sie uns einem kurzen Ausschnitt von Dr. Hedleys Vortrag zuhören. Another issue that we are partway towards trying to address is the problem of quantification. For many molecular agents, quantification is needed either to measure the amount of target, to see whether it is worth treating a patient with a drug, or for pharmacodynamic effect. We don't just simply say, is it there, or is it not there? It's how much is there. Flow cytometry is usually excellent for quantification. Slide-based techniques such as immunohistochemistry are simpler to do, but immunofluorescence has a reputation of being more quantitative. I just wanted to show some data from my lab that was published a few years ago, where we did actually address how we quantitate when we measure fluorescent signaling on cryostat sections. This is actually a patient with cervical cancer. Frozen sections 3 microns thick were stained with glutathione using a histochemical stain that produces this special mercury orange, which is a nice red stain. Then we took it on a cryostat, cut a second 5 micron section, and processed it for glutathione measurement, using a very sensitive HPLC technique. If we integrate the fluorescence on our image analysis systems, and at the same time, on the same parallel section, measure glutathione as millimoles using an HPLC technique, how close do the two correlate with each other? And the result is surprisingly good. So at least for this particular application, you would have confidence that we are actually measuring the amount rather than just the relative amount. Now, I don't know how to quantify antibody binding in fluorescence so that we can approximate millimoles of antigen per slide. If we could even start talking about moving towards that, it would have major benefit for what we are trying to achieve in biomarkers. Dr. Hedleys Wunsch, die Antigenexpression in Geweben zu quantifizieren, kann mit der Laserscanning-Zytometrie realisiert werden. Ein Prostatagewebe-Mikroarray, gefärbt mit Hämatoxylin und DAB, zeigt die CD10-Expression. Diese Bilddaten werden mit Hilfe von Stichprobenelementen, sogenannten Phantom Contours, in quantitative Daten umgewandelt. Daten für Regionen in diesen Histogrammen können in der iBrowser-Datenintegrationssoftware analysiert werden. Die Resultate können in weitere Anwendungsprogramme wie Microsoft Excel exportiert und dargestellt werden. Immunophänotypisierung ist eine weit verbreitete Anwendung der Durchflusszytometrie. Sie erlaubt das simultane Erfassen mehrfacher Marker pro Zelle. Immunophänotypisierung mit Durchflusszytometrie kann Probleme verursachen, wenn nur eine geringe Anzahl von Zellen zur Verfügung steht. Dies ist der Fall in vielen Nichtblutanwendungen, wie zum Beispiel Feinnadelaspiraten. Die LSC-Technologie ermöglicht eine vollständige und automatisierte Immunophänotypisierung mit spezialisierten Vorrichtungen. Für Immunophänotypisierungen auf den iGeneration-Instrumenten kann das sogenannte CLADS-Slide benutzt werden. Dieser Objektträger wurde von CompuSight gemeinsam mit Dr. Richard CLADS vom Lake Forest Hospital entwickelt. Die Kombination von LSC-Technologie und CLADS-Slide erlaubt vollständige Analysen von Proben, die nicht mit anderen Plattformen analysiert werden können. Da wenige Zellen für die Analyse benötigt werden, können Feinnadelaspirate als Proben verwendet werden. Dadurch kann die Notwendigkeit für chirurgische Biopsien vermindert werden. Da die Zellen am Kammersubstrat fixiert werden, können Proben nach der Immunophänotypisierung erneut gefärbt und analysiert werden. Zum Beispiel für DNA-Gehalt,
Fischprobensignale und zytoplasmatische Antigene. Weniger Reagenzien werden benötigt und Kosten können gespart werden. Hier sehen wir eine Immunophänotypisierung für LSC mit Resultaten ähnlich denen der Durchflusszytometrie. Wir haben gezeigt, dass CompuSight's Eye Generation Laser Scanning Zytometer eine Gesamtsignalquantifikation für fluorophorbasierte und chromatische Färbungen bietet. Diese Quantifikation wird mit Fluoreszenz, Absorption und Scatter Imaging verbunden. Mit umfangreicher Flexibilität in möglichen Proben, möglichen Trägern und Protokollentwicklung sind die Eye Generation Systeme ideal für zelluläre und gewebliche Analysen in wichtigen Anwendungsgebieten wie Zellzyklus- und DNA-Gehaltanalyse, Antigenexpressionsanalyse und Immunophänotypisierung. Zellzyklusanalysen können leicht mit anderen Applikationen für Apoptosis, Translokation, Zellviability und Membranpotenzialen kombiniert werden. Die Eye Generation Laser Scanning Zytometer von CompuSight. Der Beginn von quantitativer Imaging Zytometrie.